Hallo Römer, lieben Freunde, was geht? Willkommen zurück zu einer neuen Folge von Let's Play Tomb Raider. Wir, ja, müssen jetzt einfach gechillt hier lang rennen. Kann ich nicht irgendwie sprinten oder so? Ich glaube nicht, oder? Da war ein Reh, ich will das Reh streicheln. Oh Mann. Oh Gott. Den Bogen kann ich brauchen. Super. Das heißt, irgendwie müssen wir nach da oben kommen. Na Moment, da ist ein Felsvorsprung. Da nicht hoch. Ich glaube von hier aus hoch. Nee, vom. Ich denke mal vom Dach aus hier. Genau. Dorthin. Hier lang balancieren. Genau. Ich schaff das. Hab ihn, nice. Oh Gott. Der ist halt so ein bisschen schon länger tot, glaube ich. Neue Ausrüstung halt, immerhin. Erinnere dich an das, was du von Roth gelernt hast. Du kannst die beste Form und Technik der Welt haben, aber ohne Konzentration ist das nutzlos. Der Schlüssel für jede Waffe ist Konzentration. Konzentration ist der Schlüssel. Ah, das. Ich muss etwas zu essen finden. Mehr Pfeile gewesen, okay, schöne Sache. Okay, kann ich da rein? Nein, kann ich nicht. Schade. Okay, dann gucken wir mal weiter. Da kommen wir nach da unten. Will ich denn nach da unten? Ich weiß es nicht. Warte mal, ich will hier hoch. Glaube ich. Will ich hoch? Ich weiß es nicht. Achso, jetzt bin ich wieder hier. Ah, okay. Dann will ich wieder runter. Und... Wow, das war ein Weitersprung. Respekt. Dahin. Von hier aus dann... Ah, da hoch, okay. Nice. Mehr Pfeile. Da liegt noch irgendwas. Eine Art Behälter. Wer hat das zurückgelassen? Ich weiß es nicht. Gut, dann gehen wir jetzt einfach wieder runter. Und noch mehr Pfeile. Wow. Wir finden viele Pfeile auf jeden Fall. So, von da wären wir dann auch noch gekommen, genau. Was ist hier hinten? Noch mehr Pfeile. So, okay, das ist ein Reh. Ich glaube, der hat uns entdeckt. Da hinten ist noch eins, okay. Ich treff nie. Okay, wow. Ich bin so schlecht. Kann ich das Seil irgendwie bekommen? Nee, ne? Nee. Kann ich. Genau, so schleiche ich, genau. Das treffe ich doch niemals! Mann! Okay. Immerhin habe ich eins getroffen. Einmal. Kann ich wieder... Achso. Ja, rechte Maustaste loslassen. Genau. Macht Sinn. Habe ich da nicht gerade irgendwo... Ja, da ist doch eins. Ich habe eins. Nice. Okay, cool. Cool, cool, cool. Hat auch nicht Ewigkeiten gedauert oder so, um eins zu bekommen. Ach ja. Hey, liebes Hirschi. Ne? Entschuldige. Es tut mir leid. Reh, meine ich. Hirschi? Reh, Hirsch, egal.
Das arme Reh. Das tut man nicht alles, um zu überleben, ey. Okay, zurück zum Lager. Gleich, nachdem ich ja alles weiter erkundet habe. Lara, du wirst nicht immer moderne Geräte haben, die dir sagen, wo du bist. Wenn du lernst, Landschaft und Sterne zu lesen, findest du immer nach Hause zurück. Okay, merke ich mir. Landschaft und Sterne lesen. Ich will aber hier noch alles komplett erkunden, eigentlich. Wird doch sicherlich noch irgendwie ein bisschen was sein. Irgendwas, was wir mitnehmen können oder so. Ein paar mehr Pfeile vielleicht. Oder irgendwie sowas. Da oben zum Beispiel. Und hoch. Und hier hoch. Noch mehr Pfeile, genau, das wollte ich haben. Und noch so ein Dings. Zahlen. Irgendwelche Koordinaten. Wollte jemand, dass es gefunden wird? So, Moment, das noch, das andere Reh, genau. Ach, hier sind wir hier. Scheiße, daneben. Egal, was ist da hinten? Da hinten? Daneben, verdammt. Okay, ist hier noch irgendwie was? Ich glaube nicht. Sieht zumindest nicht so aus. Hm. Aber hier oben, ja, hier können wir hoch noch, okay. Da unten habe ich jetzt nichts gesehen. Spring rüber! Was ist das? Ach so, okay, wir brauchen dafür Equipment, um das zu öffnen. Noch mehr Pfeile. Können wir nicht hoch. Wir können da rüber springen. Oder auch nicht. Dass sie diesen Sprung einfach mal irgendwie ohne einen Kratzer überlebt hat, auch nicht schlecht. So gut, ich glaube, dann haben wir hier alles. Ich glaube, wir haben ja alles bekommen, ja. Kann ich mit Q? Nein. Doppel W vielleicht? Auch nicht. Mittlere Maustaste? Auch nicht. R? F? Mit F stoße ich vor, okay. Why? Yeah, krass. Okay. Gut. Am Lager Platz nehmen. Verwende die Fähigkeitspunkte, um Fähigkeitenmenü. Okay. Fähigkeitspunkte. Wir können Fähigkeiten ausbauen. Okay. Tierischer Instinkt. Halte die Augen offen, um schwer zu findende Tiere und Nahrungsquellen aufzuspüren. Überlebenskunst. Sammle sie zusätzliche Belohnungen beim Plündern von Tierkadavern. Das klingt schon mal gut. Okay. Knochensammler, plündere die Tierkadaver sorgfältig, erhalten sie zusätzliches Bergungsgut. Okay. Das kann ich alles noch nicht erlernen, ne? Nee. Das wär aber eigentlich eine ganz gute Sache. Ja, meistern. Gut, das hätten wir dann. Kann ich noch mehr? Nee, mehr habe ich nicht. Jäger-Upgrades. Was, hier gibt's auch was? Oh Mann! Shit. Okay. Nicht verfügbar. Schließen. Hier spricht Conrad Roth, Kapitän der Endurance. Wir sind Schiffbrüchige auf einer Insel im Drachendreieck. Roth! Lara! Du lebst! Ganz ruhig. Bist du okay? Was ist passiert? Ich war erst am Strand und dann bin ich in irgendeiner Höhle aufgewacht. Da war ein irrer Mann, Roth. Und eine Leiche. Oh Gott. Wo bist du jetzt, Lara? In Sicherheit? Es war alles so schrecklich. Es ist meine Schuld. Es ist alles meine Schuld. Lara, hör mir zu. Ich habe SOS von der Endurance gefunkt, bevor ich von Bord ging. Hoffentlich hat's jemand empfangen. Ich habe mit den anderen gesprochen. Wir sammeln uns auf meiner Position. Bitte komm und hol mich. Ich muss hier bleiben. Du schaffst das, Lara.
Erinnerst du das Klettern am Snowden? Du hast gesagt, dass der Trick darin besteht, immer in Bewegung zu bleiben. Bewegung zu bleiben. Finde einen Weg den Berg rauf, durch die alten Ruinen. Und lass das Funkgerät an. Okay. Okay. Kann ich das jetzt... Kann ich das nicht bitte essen? Ich will das essen. Ach, dann nicht. Laras Tagebücher. Hat begonnen, okay. Musik von wo? Was? Wie? Ich hab... Was? Stimmt, ich hab Musik. Die Tür ist jetzt offen. Hallo? Ist jemand hier? Kann ich hier irgendwie was mitnehmen? Nee, kann ich nicht. Okay. Immerhin haben wir wieder eine Fackel. Das ist schön. Das ist sehr schön. Wirf die Fackel vor. Oh. Okay. Das sieht schon mal ziemlich creepy aus. Ich wollte... Oh. Kann das jemand entziffern? Ich nicht. Okay. Was sind das für Zeichen? Ich weiß es nicht. Würde mich aber auch mal interessieren, um ehrlich zu sein. Das sah gerade so aus, als würde, hätte sie die Fackel einfach durch diesen Metallbalken durchgezogen. Was mache ich bloß? Na, dich bewegen. Alter, wo zur Hölle sind wir hier? Oh Gott. Das ist verrückt. No one leaves. Niemand wird verlassen. Okay, diese traditionelle Nomas gestellt eine hasserfüllte Frau in der Gestalt eines Dämons dar. Hm. Reliquienansicht. Ein von drei Nomasken gefunden. Untersuchen. Ah. Reliquien untersuchen. Ausrüstung. Was haben wir denn so an Ausrüstung? Silberpfeile, Feuerpfeile. Können wir das... Aber wir können das gar nicht upgraden. Schade. Wir können hier nichts machen. Stimmt, okay. Alter, wo zur Hölle? Hä? Was hat mir das jetzt gebracht? Das hier kann ich anzünden. Genau, gut. Das habe ich gerade gesucht. Oh, ich sollte eh gedrückt halten. Immerhin essen? Ah, die können wir doch sicherlich mitnehmen, oder? Natürlich nimmt sie mit. Schön. Mehrmals. Spatz. Komm. Nice. Okay. Okay. Eieiei. Also atmosphärisch ist es ja hier, ne? Muss ich ja sagen. Hätte ich jetzt nicht die Softboxen an, sondern würde ohne Greenscreen und ohne Camp zocken, dann fände ich das, glaube ich, sogar noch geiler. Aber jetzt dadurch, dass ich das Licht anhab, ist es halt im Zimmer einfach viel zu hell, um diese Atmosphäre noch mehr umzusetzen. Da kann ich hoch, okay. Da war aber noch so ein Zeichen wieder an der Wand, ey. Heilige Scheiße. Aber die Musik hat immerhin aufgehört. Das finde ich schon mal sehr beruhigend.
umschalten, um die Fackel zu löschen. Sam? Ja. Wir haben ein Feuer. Such den Rauch. Wir sind unterwegs. Okay. Wer ist da? Sind die das? Lara, da bist du ja. Okay, es sind sie. Sam, oh. Gott sei Dank. Überraschung. Schon okay. Er ist in Ordnung. Oh, ich wollte sie nicht erschrecken. Irgendwann wird hier wohl jeder etwas nervös. Wir Wer haben ist mit das? Ihrer Crew gesprochen. Sie sind unterwegs. Er hat meinen Fuß verbunden. Ach, das war doch das Mindeste. Puh. Meine Manieren, entschuldigen Sie. Ich bin Matthias. Ich bin übrigens Lehrer. Matthias. Matthias. Ich nenne ihn Matty. Das ist nichts für mich. Ich bin viel zu ängstlich. Süße, du siehst erledigt aus. Setz dich. Sam hat mir gerade von der Sonnenkönigin erzählt. Genau, Himiko. Können Sie mehr erzählen? Ich bin fasziniert. Naja, ob Sie es glauben oder nicht, einige tausend Jahre zurück war Königin Himiko sowas wie die Chefin von Japan. Sie liebt diese Geschichte. Himiko war bewundernswert, geheimnisvoll, aber auch rücksichtslos und wirklich mächtig. Die Legende sagt, sie hatte schamanische Kräfte. Und an dieser Stelle steige ich immer aus. Aber in jedem Mythos steckt etwas Wahrheit. Sie kommandierte eine Armee von Samurai-Kriegern, ihre prachtvolle Sturmwache. Sie ritten im Wind in das Schlachtfeld und vernichteten all ihre Feinde. Es heißt, die Sonne gehorchte Himikos Kommando und sie regierte alles, wohin ihre Strahlen gelangten. Von den Bergen bis zum Meer und darüber hinaus. Was ist aus ihr geworden? Ich glaube, Lara ist. Lara, ja. Lara ist ein bisschen müde gewesen. Also werde ich jetzt schon wieder anrufen. Was ist denn das? Sam! Oh, fuck. Scheiße. Ich kann gerade nicht rangehen. Ich will aber rangehen, das ist wichtig. Verdammt. Kann ich kurz. Okay, gut. Hat sich erledigt. Oh, shit. Kommt jetzt Bogen-Action? Ich glaube, jetzt kommt Bogen-Action. Oh Gott. Oh Gott! Oh. Oh Gott! Oh! Hey! Komm noch einer? Gott! Heilige Sche... Gott. Lass los. Alles gut, mein kleiner Vogel? Bin ich froh, euch zu sehen. Hä? Ist Sam bei euch? Sie war bei dir. Sie war hier. Mit diesem Mann, Matthias. Dann bin ich eingeschlafen. Und als ich wach wurde, waren sie weg. Ihr Ladies solltet euch nicht absetzen. Wir müssen sie finden. Warte, was ist mit Rob? Okay, aufteilen. Einer von uns geht mit Lara zu Roth, der Rest macht sich auf die Suche nach Sam. Ich gehe nein, mit dir. Nein, ich mach's. Sie können damit umgehen? Es ist eine Weile her. Es fällt mir wieder also ein. Also zu Roth. Wir werden Sam und diesen Matthias kriegen. Oh Mann. Du bist okay? Ja, ich muss mich noch mal kurz ausruhen. Ja. Okay.
bleibst du hier. Ich sehe mich mal um. Okay. Gut, Leute. Das war's aber jetzt mit dieser Folge. Ich hoffe, es hat gespeichert. Das war's mit dieser Folge, Leute. Hui. Hui. Wir sehen uns bei das nächste Mal wieder. Haut da rein.